Hallo und herzlich willkommen zur Wochenenergie vom 25.09. bis 1.10. Ja, wir wechseln schon wieder knapp den Monat und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hinrennt. Wir haben jetzt hier, wo ich dir das hier aufnehme, die Herbsttag- und Nachtgleiche, ein magischer Moment, eine magische Zeit, in der die Welt kurz den Atem anhält und in Balance ist. Hier auf der nördlichen Halbkugel beginnt somit die Winterzeit. Wir tauchen in den Herbst ein, in die dunkle Jahreszeit. Ist vielleicht jetzt noch nicht so drastisch zu spüren, aber du wirst merken, die Zeit vergeht ziemlich schnell und dann merken wir auch, dass die Tage wesentlich kürzer werden. Mein Name ist Sirut Sabine und ich freue mich mit dir jetzt hier in diese Wochenenergie einzutauchen. Ich habe einen ganzen Teil Kartendecks hier auf dem Tisch liegen. Wir werden jetzt wieder in die drei Bereiche hineinschauen. Das, was unbewusst ist, das, was ich als Thema zeigen möchte und auch in die Heilung und Entwicklung. Ja, fühl dich herzlich willkommen, so du neu bist hier. Lass dich auf die Energien ein und spüre gut in dir nach, wie sich die Energien in deinem Leben, in deinen Situationen zeigen. Und wir starten auch direkt mal mit dem, was im Unbewussten für dich verborgen liegt, worum es möglicherweise gehen kann. Für das Kollektiv hier auf dem Kanal, für die wundervollen Seelen hier, zur Wochenenergie vom 25.09. bis 1.10. Welche Energien möchten sich hier zeigen? Was darf ich hier für Energien abrufen, um dir Hilfe und Unterstützung zu sein? Was liegt im Unbewussten? Was liegt im Unbewussten in dieser Woche? Der Mut zur Fülle. Superschön. Wir haben zwei Karten hier. Wir haben die Fülle. Ich bin grenzenloses Bewusstsein und kann in dieser materiellen Dimension alles erschaffen, was ich mir nur wünsche. Und der Mut. In mir finde ich die Kraft, der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Finde ich sehr spannend, denn auf der einen Seite, wir wünschen uns alle in gewisser Form Fülle und Reichtum in unserem Leben und oftmals fürchten wir uns auch zugleich davor. Die Fülle und der Mut. Vielleicht braucht es eine Fülle an Mut für dich in dieser Woche, mit dem zu sein, was ich zeigen möchte. Vielleicht darfst du auch ganz mutig dich in die Fülle dieses grenzenlosen Seins, was du bist, hineingleiten lassen, um dir wirklich das zu erschaffen, was du dir wünschst. Mit dem Mut kann das genauso gut sein, dass es hier darum geht, mutig hinzuschauen, wo du vielleicht noch nicht in der Fülle bist, wo du vielleicht noch ängstlich, noch zurückhaltend bist. Und du darfst der Angst, die sich da vielleicht zeigt, oder der Unsicherheit oder welchem Gefühl auch immer, darfst du mit Zuversicht und mit Vertrauen begegnen und du darfst dich einfach öffnen. Ich meine, Erntedankzeit, die jetzt hier ansteht. Und die Fülle, die geerntet, die empfangen werden möchte, ja, manchmal braucht es auch Mut, weil die Fülle, die da auf uns zukommt, die haben wir selber Anfang des Jahres gesät oder sogar noch wesentlich früher in unserem Leben. Wir schauen uns das mal an, was das Tarot dazu sagen möchte. Ja, geht schon mal gut los hier in der Tiefe, die Königin der Kelche. Hier geht es
Ja, um deine Selbstliebe, um diesen Kelch der Liebe in dir. Die Königin der Kelche, die sitzt hier auf dem Meeresgrund auf einer Muschel, auf einer verschlossenen Muschel. Die Muschel symbolisch hier als Kelch, verschlossen mit einer Perle darin. Die Fülle in dir und der Mut, diese Muschel zu öffnen und die Perle zu bergen, zu heben, in dir anzunehmen. Vielleicht hat dir dein Kopf bisweilen erzählt, diese Muschel hätte so den Aspekt einer Büchse der Pandora, weil wenn du die öffnest, du weißt ja nicht, was du da drin findest. Ich erzähle dir jetzt hier von einer Perle. Andere erzählen dir vielleicht von funkelnden Edelsteinen. Dein Kopf erzählt dir vielleicht, da ist Gefahr, da ist, ja, was auch immer Böses drinne. Und du darfst da für dich jetzt mal nachspüren und du darfst mutig sein. So, was haben wir hier noch zur Königin der Kelche? Was liegt hier noch im Unbewussten? Was haben wir hier noch? Ja, die fünf Schwerter, den Kampf. Den inneren Kampf. Den Kampf in dir mit wem auch immer. Also wir haben ja hier auf dieser Karte auch zwei Personen. Mit den fünf Schwertern gibt es keine Gewinner. Vielleicht sind auch, ich meine, wir sind auf der unbewussten Ebene, ne? Vielleicht sind in dieser Muschel auch verborgene Schuldgefühle, vielleicht Verletzungen, vielleicht das Gefühl, für deine Fülle, für dein Glück kämpfen zu müssen und dich irgendwo hier in einem Kampf verrannt zu haben. Es hat so den Anschein, so ein bisschen nach Krieg und Frieden. Lass uns mal die dritte Karte anschauen. Dann ergibt sich hier wahrscheinlich ein kompletteres Bild. Ja, schau mal. Die Mäßigkeit, die Balance, die Heilung. Hier möchte wirklich etwas in dir in Heilung kommen. Und gerade weil diese Karte auch in der Mitte liegt, diese fünf Schwerter, das kann sein, dass da wirklich tief in dir ein alter Schmerz, ein alter Kampf verborgen liegt, der sich jetzt zeigen möchte, der jetzt heilen möchte mit dir. Wir haben die Mäßigkeit, das ist Waage-Energie und wir sind ja jetzt eingetreten in die Waagezeit, in die Balance. Was in dir möchte hier in Balance kommen? Es braucht Mut, dorthin zu schauen, es braucht Mut, dieser Fülle in dir zu begegnen. Vielleicht ist es eine Fülle an Schatten. Vielleicht erzählt dir dein Verstand das gerade. Vielleicht, ja, wirst du auch vom Außen gerade so bedrängt, dass du meinst, von allem, von dir, von deiner Fülle, von deinen Emotionen abgeschnitten zu sein. Doch all das möchte jetzt heilen. Ich nehme das sehr stark als Heilungsenergie wahr, so du mutig bist, diese Muschel, übersetzt diesen Kelch, zu öffnen. Vielleicht hast du mit deinem Kelch auch lange Zeit für die Liebe gekämpft, für eine Person gekämpft und da darf jetzt auch Frieden
einkehren. Ich nehme die Mäßigkeit hier auch sehr stark als Frieden wahr. Frieden in dir darf jetzt sein. Was ist denn das Thema? Worum geht es in dieser Woche? Worum geht es in dieser Woche? Worum geht es? Das ist viel in dieser Woche, aber ich habe gerade die 8 Schwerter gesehen, dieses innere Gefangensein. Worum geht es in dieser Woche? Oh, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Ja, es geht um die 2 Kelche. Es geht um die pure, wahrhaftige Liebe. Die 2 Kelche, da begegnen sich 2 Menschen hier vollkommen auf Augenhöhe. Da ist keine Bedürftigkeit, da ist kein Kampf. Denn jeder dieser beiden Menschen trägt einen gefüllten Kelch in sich, mit sich. Da ist kein "Ich gebe dir, damit ich von dir bekomme." Oder "Wenn ich dir diese Energie von mir gebe, dann bekomme ich aber die Energie von dir." In ganz vielen Fällen, momentan noch, gehen wir in Beziehungen Deals ein, in denen es um Energie geht. Ich sehe dich in deiner Bedürftigkeit, dafür schenkst du mir Aufmerksamkeit. Ich sehe dich in deiner, ja, vielleicht in deiner Verletzung, dafür schenkst du mir Liebe. Also das ist immer so ein Hin und Her, so ein "Ich gebe dir, damit ich von dir bekomme." Oder "Du bekommst von mir und du gibst mir dann." Das kannst du so rumdrehen oder so rumdrehen. Aber diese 2 Kelche hier, da ist das nicht. Da ist jede Person für sich aufrechtstehend in ihrer Selbstliebe mit einem gefüllten Kelch. Da wird nicht mehr um die Liebe des anderen gekämpft, gebuhlt, gerangelt. Da ist es Liebe und es ist, wie es ist. Und wenn der andere Mensch dann sagt, okay, ich habe aber jetzt hier gerade ein Thema in mir, dann wird Raum geöffnet, so dass die Person auch in sich heilen kann. So, wir schauen mal, was das, ja, Befreiung, was das Tarot dazu sagt. Befreiung, meine Lieben, Befreiung aus alten Mustern, aus alten Verstrickungen. Hier geht es wirklich um diese Freiheit in dir. Freiheit in dir. Du befreist dich. Befreist dich vielleicht aus, ja, Grenzen. Du wehrst dich gegen Angriffe, wobei ich das noch gar nicht mal so wahrnehme. Du befreist dich für deine Liebe, oder du befreist hier deine Liebe als Königin der Kelche. Du öffnest diese Muschel. Ja, der Verstand sagt, da könnte auch was ganz Schlimmes drin sein, aber du öffnest diese Muschel. Und schau da. Da ist die Macht darin, in der du in deine Selbstverantwortung gehst. Wir haben hier den Herrscher. Ich nehme das aber als Selbstermächtigung wahr. Du ermächtigst dich selbst, diesen Kampf zu beenden, dein Herz zu befreien, deinen Mut zu öffnen, die Liebe in dir zu befreien und die Liebe zu öffnen. Der Herrscher als mittlere der Tarotkarten ist auch nochmal eine, ja, durch alle Themen hindurch wirkende Energie. Hier geht es um deine Selbstermächtigung. Was haben wir hier noch?
So, damit wir die Reihe voll haben und damit ich hier nicht gar so sehr ins Blaue rede, wunderschön. Ich bin begeistert. Der Wagen. Du kommst hier in dieser Woche in deine eigene Kraft. Du ermächtigst dich selber, die Führung in deinem Leben zu übernehmen. Das hat eine gewisse Zeit der Heilung vielleicht schon gebraucht, vielleicht braucht es auch noch Heilung. Als Herrscher, also in dieser Selbstermächtigung, legst du ganz bewusst hier die Waffen nieder. Du hörst ganz bewusst auf zu kämpfen. Du gibst dich dem Fluss des Lebens hin. Du öffnest dein Herz, denn du hast gelernt, nur durch dein geöffnetes Herz können all die leidvollen Emotionen in dir in Balance kommen, ins Fließen kommen. Und wenn sie fließen oder zu fließen beginnen, dann können sie heilen. Und du schlägst diesen neuen Weg der Heilung für dich ein. Das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt gegebenenfalls andere Menschen nicht mehr magst oder ausgrenzt aus deinem Leben. Du gibst andere Menschen in ihre Eigenverantwortung zurück. Mit den 7 Stäben haben wir hier auch so ein bisschen die Verteidigung oder den Verteidigungsaspekt gegen Einwände von außen. Das nehme ich hier aber gar nicht so wahr. Es kann aber trotzdem sein, dass das für den einen oder anderen zutrifft. Deshalb möchte ich es hier auch noch ansprechen, dass du wirklich hier sagst, halt, stopp. Ich meine, du bist hier der Herrscher, die Herrscherin in deinem Leben. Du hast hier die Verantwortung für dein Leben. Du kannst Grenzen setzen und du sagst für dich, wohin die Reise geht. Für dich, nicht für andere. Es geht hier komplett um dich. Und du gehst hier in deine Selbstherrschaft, Selbstbeherrschtheit, Selbstverantwortung und wählst den Weg. Ich habe heute mal das Magie der Erde Orakel, das hatte ich auch zur Herbsttag und Nachtgleiche. Ich verlinke dir das Video hier auch nochmal. Da kannst du gerne nochmal eintauchen, weil es wirklich hier auch noch in dieser Woche, also dieser Aspekt, der da aktiviert wurde zur Herbsttag und Nachtgleiche, der trägt uns durch das restliche Jahr. Also da geht es wirklich vermehrt um diese innere Balance. Es geht darum, dein Herz zu öffnen, mutig zu sein und das zu empfangen, was das Leben dir jetzt schenken möchte. So, wir schauen mal, was wir hier haben. Was ist die Heilung und Entwicklung? Welche Energie haben wir hier? Heilung und Entwicklung. Juh, die Flutwelle, ein Weckruf. Ein Weckruf. Jetzt kann das sein, ich meine, wir haben hier die 5 Schwerter, das ist schon massiv, das ist schon der Kampf in dir, vielleicht auch Kampf im Außen. Es kann sein, dass hier vielleicht wie eine Flutwelle über dich hinein hereinbricht und dein Herz aufsprengt, dass du wirklich in deine Verantwortung kommen kannst. Ich meine, hier als Weckruf ist es schon, hat es schon so ein bisschen turmähnliche Gestalt oder Energie oder auch Wucht, weil wenn du hier nicht von dir aus diese Entscheidungen triffst, wird das Leben dich genau dort hinführen.
Wenn du in den Negativaspekt des Herrschers gehst, führst du hier Krieg gegen dich, gegen andere, weil du hier etwas haben willst. Weil du hier die Liebe haben willst, anstatt dich aus dir heraus zu öffnen und die Liebe zu empfangen. Wir schauen uns das mal an, ehe ich hier weiter eintauche. Aber das ist so das, was ich hier schon ohne Karten auch reinbekomme. Wir schauen mal, was das Tarot dazu sagt. Was haben wir hier mit der Flutwelle, mit dem Weckruf zur Heilung und Entwicklung? Der Page der Kelche. Da kann es schon sein, dass du hier zwar eine Entscheidung triffst, aber ja, auch so ein bisschen halbherzig. Der Page der Kelche, das ist ja ein kleiner, feiner Bursche oder hier ein Mädel, was dir einen Kelch reicht oder hier eine Tasse mit einem Fisch darin. Ich meine, wenn du Fischsuppe bestellt hast, dann wirst du dich freuen. Aber wenn du Aufrichtigkeit, Wertschätzung, Liebe bestellt hast und du bekommst hier einen Kelch mit einem Fisch, symbolisch eine Tasse mit einem Fisch, dann denkst du dir auch, hä, bitte, was soll denn das? Oder du reichst diesen Fisch, wobei ich das eher als Impuls von außen wahrnehme, aber es kann eben auch sein, dass du hier diesen Fisch reichst. Wir schauen mal weiter. Die Frage ist, bist du bereit, hier wirklich Grenzen zu ziehen, um dein Herz zu befreien? Der König der Schwerter. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass eine Königin der Kelche und ein König der Schwerter hier versuchen, eine Spiritual Union aufrecht zu erhalten. Jeder, ja, für sich so ein bisschen in seinen Machtbereich. Und dann haben wir natürlich hier den Krieg. Der König der Schwerter, das ist eine Person, die distanziert ist, die zwar auch einen klaren Durchblick hat, die aber auch auf Entfernung ist. Und ich meine, wir haben hier ja schon ein Stück weit Entfernung dazwischen. Vielleicht ist auch die Königin der Kelche hier mit dem Herrscher, ich sag jetzt mal, liiert, möchte sich da befreien und möchte jetzt auf die Reise gehen zu dem König der Schwerter. Aber dieser König der Schwerter kommt hier mit dem Pagen der Kelche, mit diesem Fisch im Kelch. Ich habe ja so das Gefühl, dass die Königin der Kelche hier sich selbst ermächtigt und sich selbst befreit und beide Herren hier gegebenenfalls stehen lässt. Eine Karte hätte ich gerne noch. Eine Karte bitte noch. Die Heilung und Entwicklung. Ein absolutes Ende. Ich glaube wirklich, meine Lieben, dass dieser Herrscher hier in der Mitte der Schlüssel ist. Es ist deine Selbstverantwortung, deine Eigenmacht, für dich zu entscheiden. 10 Schwerter ist ein absolutes Ende und vielleicht kommt hier nochmal als Weckruf ein Impuls von einem König der Schwerter, wo du sagst, na jetzt ist aber mal genug. Jetzt ist aber mal genug, das ist mir zu viel Gedankenkram, das ist mir, nee, aus die Maus und Schluss und vorbei. Das absolute Ende hier von etwas. Und
Ich glaube auch, dass du hier so viel Durchblick hast, dass du dich nicht mehr mit einem Fisch im Kelch in der Tasse abspeisen lässt. Vielleicht brauchst du auch diesen Weckruf von außen, um zu erkennen, dass hier etwas nicht funktioniert und du darfst hier ganz viel Mut in dir entwickeln, um das Blatt für dich zu wenden. Auch das ist möglich. Wir schauen uns mal an, was hier an der Unterseite liegt. Oh, ja, super genial. Die Kraft. Deine Kraft ist ausschlaggebend. Dein Mut, die Fülle in dir zu öffnen. Und die Fülle in dir, gerade mit diesem Weckruf, die 10 Schwerter, das kann schon sein, auch die 5 Schwerter, dass nochmal sehr viel Altes an die Oberfläche kommt. Doch wir haben hier auch die Heilung liegen. Auch die 2 Kelche sind Heilenergie. Königin der Kelche, da geht es darum, in die Tiefe zu tauchen, dir die dunklen Bereiche anzuschauen, die Verantwortung zu übernehmen, um neue Wege zu gehen. Der Page der Schwerter, die Hohepriesterin, die 3 Kelche, das Ass der Kelche, ja. Hier geht es und hier der Page der Stäbe. Hier geht es definitiv um Heilung. Hier kann es um partnerschaftliche Heilung gehen. Es kann darum gehen, dass du hier wirklich etwas Neues lernst, nämlich dass du lernst, auf deine Intuition zu vertrauen und die Kraft, die da in dir liegt, dieser Mut, in die Tiefe zu tauchen, dass du den auch nutzt, um hier heilsame Entscheidungen für dich zu treffen. Also ganz gleich, wer hier Mitspieler ist, mit dieser Entscheidung rechnet dein Gegenüber nicht. Vielleicht rechnest du selber gar nicht damit, dass du hier sagst, ich schaue jetzt, dass es mir gut geht. Ich schaue jetzt, dass in mir hier Ruhe und Frieden einkehrt. Ich schaue, dass ich für mich in meine Fülle komme. Ich gebe gerne davon ab, aber ich mache mich hier nicht mehr abhängig, sondern ich begegne Menschen mit meinem gefüllten Kelch, die selbst einen gefüllten Kelch mit sich tragen und so verdoppelt sich die Fülle und so können wir hier komplett neue Wege gehen. Ich glaube, dieses wir gehen neue Wege, sage ich permanent, oder? Aber es ist nun mal so, wir transformieren alle in uns tief diese alten Themen. Und ja, wenn hier mal genug ist, dann ist genug. Dann dürfen wir uns entscheiden, dann dürfen wir uns befreien. Wir dürfen selbstverantwortlich sagen, hier Schluss mit diesem Kampf, aus und jetzt geht die Reise erst richtig los. In diesem Sinne wünsche ich dir eine mutige Woche, eine kraftvolle Woche. Steh zu dir selbst, vertrau dir, habe den Mut, deine innere Fülle und Kraft zu aktivieren, denn damit aktiviert sich Heilung und Altes verabschiedet sich hier. Ansonsten bekommst du wirklich da noch einen Weckruf, vielleicht der besonderen Art, wenn du dich gegen das Ganze wehrst oder dagegen kämpfst. Also fließe mit den Energien und erlaube dir wirklich selbstverantwortlich zu entscheiden. Alles, alles Liebe zu dir.